MatheWiki bietet mir Erklärungen, Übungen und auch ein Wörterbuch mit mathematischen Begriffen. Grundsätzlich habe ich hier oben zwei verschiedene Stufen, einmal Mittelstufe und einmal Oberstufe mit verschiedenen mathematischen Themen und dann hier das Glossar, was so viel bedeutet wie ein Wörterbuch. Hier kann ich einen Glossareintrag suchen. Sagen wir mal, mal schauen, was da rauskommt. Algebra, Bruch. Und dann kann ich mir hier dazu quasi Wörterbucheinträge anschauen. Da gibt es unten auch noch verwandte Artikel, die mich dann wiederum schon führen in den Bereich, in dem Fall sage ich mal Mittelstufe. Jetzt sieht man dann oben die Überschrift Brüche und darunter Lernen, was jetzt auch schon beschreibt, wie das ganze Ding hier gegliedert ist. Ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 verschiedene Subthemen quasi, die ich mir nochmal anschauen kann. Und wenn wir nochmal hierher zurückgehen, gehe ich jetzt mal auf Mittelstufe und suche mir ein Thema aus, Gleichungen, lineare Gleichungen. Dann sehe ich jetzt hier zwei Bereiche, Lernen und Aufgaben. Unter Lernen wird mir überraschenderweise erklärt, wie das einzelne Thema funktioniert. Und unter Aufgaben, da sieht man jetzt hier auch gleich die Schlösser, die ich freischalten kann, wenn ich ein bisschen Code investiere. Dann gibt es immer noch einmal Aufgaben, die kostenlos sind. X plus 11 gleich 3. Dann kann ich mir unten die Lösung anzeigen lassen. Und auch die Lösungswege dazu. Und so geht das Ganze für verschiedenste Themen. So ist es sicherlich eine ganz praktische App für den Matheübenden. Links dazu gibt es in der Beschreibung.